Also zur ersten Frage. Ist eine witzige Geschichte, ich habe es direkt am ersten Tag hier erzählt. Ich bin mit 14 hier eingeladen worden, dass ich mir das mal angucke und war in der Überzeugung, dass ich wirklich nur das angucke und dann eine Entscheidung treffe. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich doch zum Probetraining hier erscheinen sollte. Und ja, in meinen jungen Jahren war ich davon nicht ganz so begeistert und habe, wie auch Werner Kern das richtig gesagt hat, einfach über mich ergehen lassen. War sicher nicht mein bester Tag, habe richtig schlecht trainiert, habe mir am Abend dann noch das Spiel angeguckt, aber dann haben sie mir gesagt, ja, ich glaube, im Moment ist das nicht der richtige Schritt für dich. Von dem her ist eine witzige Geschichte, ich kann jetzt drüber lachen. Im Nachhinein bin ich dahin gekommen, wo ich immer sein wollte. Und ja, sehr glücklich hier zu sein. Es war immer so ein Traum, der irgendwo hinten rumgeschwirrt ist, mal hierher zu kommen. Bayern München, das ist einfach eine Hausnummer. Und ich habe ja nichts geschenkt bekommen, habe mir das hart erarbeitet und ja, will hier weitermachen und nicht aufhören. Aber bin natürlich sehr froh, dass ich hier sein kann bei dem großen Verein. Ja, ich habe am ersten Tag schon Kontakt in der Mannschaftsgruppe gehabt und da hat mir Manu schon mal so einen Tipp mitgegeben, dass sicher ein Ständchen für mich bereitstehen muss. Von dem her, ich habe mich schon vorbereitet, ich habe meinen Song, aber lasst euch mal überraschen, falls irgendwelche Instagram-Stories oder wie auch immer rauskommen.